Ich bin Niklas. Wir sind zwei derjenigen, die hier gestrandet sind auf der Insel. Ich glaube, wir sind ja seit 6 Jahren oder sowas. Und, ich glaube, ja. Sind es nicht eigentlich 8? Digga, wir sind seit 9 Jahren hier. Wir sind so 6 bis 9 Jahre hier. Und naja, also eigentlich schwindet unsere Hoffnung, hier runterzukommen, so von Tag zu Tag. Also wir finden halt einfach keinen Weg hier raus. Naja, und wir haben gedacht, wir nehmen einfach mal
kleines Video auf und hoffen, dass die Leute, die es vielleicht anschauen werden oder auch nicht, einfach dann wissen, dass sie nicht die einzigen oder die ersten sind hier auf der Insel. Naja, je nachdem, wie lange das hier noch geht. Ja, wir haben schon viel versucht, eigentlich hier von der Insel runterzukommen. Das ist echt schwierig, weil, naja, keiner hat doch irgendwie eine gescheite Idee. Aber Leute, wir müssen jetzt zu dieser Versammlung, gell? Los, wir müssen mitkommen. Okay. Wir waren jetzt zwischen 6 und 9 Jahren auf der Insel gestrandet und haben die ganze Zeit versucht, eine Lösung zu finden, um endlich zu fliehen. Wir haben uns in den Jahren Unmengen an mathematischem Wissen angeeignet, um eine passende Formel für die Lösung zu finden. Ja. Auf der einen Seite haben wir die Katze. Ja. Wenn die Katze runterfällt, dann auf die Beine. Sie immer auf die Beine. Auf der anderen Seite haben wir das Marmeladenbrot. Ja. Die man schon mal Marmeladenbrot runtergeworfen. Es fängt immer auf die Marmelade. Absolut. Jetzt können wir natürlich das Marmeladenbrot auf die Katze machen und es runterschmeißen. Und dann sehen wir hier die Flugkurve, Absprungpunkt. Unendlich. Es ist unendliche Energie. Alter, das ist so eine Scheiße, es wird nie was. Wenn wir so weitermachen, Alter, wir bleiben für immer hier. Alter, ich brauch Alkohol. Also wie das aussieht, das funktioniert doch niemand. Es muss funktionieren. Siehst du? Hey, wir brauchen dich. Also, naja, aber ja, beim Brainstorming von der Abi-Formel kamen eigentlich echt ganz gute Ideen so bei raus und naja, manchmal eben auch nicht, aber naja, was soll's. Immerhin die Frustration und dieser Zweifel, der überkam uns immer mehr eigentlich und irgendwann haben wir halt angefangen, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen, also naja. Nachdem Chishan, unser Mathe-Genie, nach der 10. Berechnung immer noch Fehler an seiner Formel hatte, wurde es ihm zu viel und er rannte raus, da er eh schon auf die Toilette musste.
komm. Ja. Komm. Hallo? Nach diesen ganzen Demütigungen hatte Raul keine Lust mehr und er suchte sich etwas Neues. Er schloss sich dem C-Team an. Dabei wusste er aber noch nicht, dass er eigentlich zu was viel Größerem bestimmt war. Hey Leonie, was machen wir jetzt morgen eigentlich zu essen? Ich glaube Spaghetti mit Meeresfrüchten. Und ein schönes kaltes Bier dazu. Nee, Caipirinha passt viel besser. Oh, stimmt. Hä? Raul? Krass. Faust.
Schönes Buch. Na klar! Leute! Ich hab's! Wir bauen Floß! Ist doch eine gute Idee, oder? Leute, ihr lauft, ne? Also, ist live. Oh. Ja. Wir sind schon alle voll verzweifelt gewesen, weil wir so lange die Formel gesucht haben. Wir sind einfach nicht drauf gekommen. Wir haben alles versucht. Nix. Und dann kam auf einmal Rau reingestürmt. Ah, ja. Und hat uns eine geniale Idee präsentiert. Und kurz danach sind wir dann schon auf die vollständige Formel gekommen, die wir uns an einer Versammlung angeguckt haben. Genial. Chapeau. Also nach den 4 Monaten, die jetzt vergangen sind, nachdem wir die Formel hatten, haben wir uns jetzt endlich nach einem Prototyp umgeschaut und wir haben auch einen fertiggestellt jetzt. Dadurch haben wir uns natürlich ein bisschen inspirieren lassen und natürlich nicht, genau, kannst du jetzt einmal hier. Genau, also das wurde hier angeschwemmt, diese kleine Zeitschrift haben wir hier gefunden und die hat einige gute Ideen gebracht, wirklich. Ja. Ich meine, es war ja nur ein Prototyp, es kann ja nicht von Anfang an klappen. Aber, naja, egal. Probieren geht über Studieren. Wir versuchen es auf jeden Fall weiter. Ja. Versuchen es weiter. Wie bist du eigentlich damals hierher gekommen? Ey, das war eine Reise, ey. Auf 2 Delfinen. Jeder Fuß auf einen. In der Hose, alles. Seetang, Schmerz. MH, Schmerz. Ah, du sagst es. Ja, das war kein Spaß. Das war kein Spaß. Und dann habe ich auf so einer kleinen Insel gerettet. Ne? Mhm. Dreh mich um, ne? Plötzlich steht da. Klotz. Ich hab gedacht, mich beißt ein Seepferd. Passt jetzt ganz genau auf. Wir sagen euch jetzt die endgültige Abi-Formel. Die Formel, an der wir so lange dran saßen. Genau. Und zwar die Formel.
der musste jetzt mal ganz... Wie lang noch? Gestatten die Gosser-Erdmännchen-Familie. Das ist Kleopatra, auch Cleo genannt. Sie ist das Alpha-Weibchen und die Anführerin der Gruppe. Malakai ist ihr Partner und der Beschützer der Familie. Delilah ist Cleos Schwester. Sie hofft, irgendwann selbst die Anführerin zu werden. Faust. Und außerdem haben wir die Raucherecke. Die Raucherecke. Ja. Naja, und sonst, man gewöhnt sich eigentlich hier schon dran. Es lässt sich eigentlich schon ganz gut leben hier, aber... Außer, naja, der Klogang, der wird halt von Tag zu Tag auch einfach... Ich will jetzt nicht sagen, beschissener, aber... Naja, das ist schon beschissen. Das ist schon scheiße. Kann schon so sagen. Das ist eigentlich schon ranzig. Also, keine Ahnung, aber... Das war's ja mal komplett. Komm, 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 einer noch. Hier ist das erste deutsche Fernsehen. Okay. Achso? Ja, ja, ich hab ja gesagt. Anders reinschiebst du. Okay. Das ist. Sorry, aber das ist zu fake, wenn ihr das so hoch macht, dass seine Arme. Dass er da schon dran hängt. Warum bin ich so fröhlich, so fröhlich, so fröhlich? Bin ausgesprochen fröhlich. Also wir sind jetzt hier auf Elba, kleiner spontaner Drehort. Geile Idee von meinem kleinen Bro hier. Lässt ihr an. Ach, du gehst mit der Hose da rein. Ja. Das filmst du gerade. Ach, halt. Servus. Wir sind ja gerade auf der Insel. Und ja. Ich warte jetzt, bis ich hier gleich gefilmt werde. So, aber jetzt eigentlich nicht die erste Szene, die wir filmen. Ist eigentlich wahrscheinlich, glaube ich, die letzte Szene, die wir filmen. Ich habe mich auch schon hier auf dem Stein einmal geschnitten. Why are we still here? Just to suffer. Every night. Hier, das ist höchste Professionalität. Sag mal nur. Oma auf Instagram, Titi Litti Stefan Steckle. Danke. Und meine Oma aus Wuppertal will ich grüßen. Oh ja. Grüße, Omi. So durcheinander, so, dass man noch ein bisschen was hört. Okay, los. Okay. Leute, ich hab's! Wir bauen Flows! Und warum 6 bis 9? Ja, ja, was ist der Joke? Ist den, ja, genau. Ah ja, waren es 6 oder? Also Leute. Sagst du? Ja, ich sag halt, hört jetzt ganz genau zu. Genau. Was sag ich denn? Dann sagst du, ja, wir sagen euch jetzt die endgültige Formel. Ja. Okay. Okay. Also, und die Formel lautet... Das Netzwerk für Berufe der Bundestag. Scheiße. Ja, aber das ist halt ganz zu witzig. Auf Delfin. Sehr gut geht's. Auf Delfin. Probieren wir mal Sachen aus. Ja. Ich hab gedacht, nicht beißen.
Seepferd. Scheiße. Also bis zum Seepferd können wir es ja nehmen. Ja, ja, eben. Ich Alter, diese Formel, wir haben da so lange dran gewartet. Ja. Ne? Und falls ihr irgendeiner das anguckt, dann müsst ihr auf jeden Fall, das ist ultra wichtig. Wir haben uns da ein bisschen inspirieren lassen von ein paar. Du musst, nein, ich wollte nur, dass du es runterhältst, weil es spiegelt. Hast du gesagt? Ja. Und haben uns da einfach ein paar Sachen aus. Das Scheißding. Den haben wir hier. Ja, Junge. Festgehalten. Auf. Das geht. Wir haben nur mal Deo gerufen. Nein. Du bist einzigartig. Fang doch an. Ja, Junge, er musste lachen. Ich versuche schon gar nichts reinzuschauen. Je länger du wartest, desto mehr muss ich lachen. Ich denke an kleine Hundebabys, die überfahren werden. Angeschwemmt. Zwei. Es wird nicht angeschwemmt. Das ist doch scheißegal. Ganz schnell. Hier. Ich will es jetzt nicht durchziehen. Okay. Ja. Ich glaube, es kam schon so neben. Kleine Zeitschrift. Doch auf einmal kam Rauch. Und dann ist auf einmal Rauch reingekommen und hat sie uns seine geniale Idee präsentiert. Oh ne, hat er ja gar nicht. Wir sind schon. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Ich schon wieder. Ich spreche zum Publikum, während ich zum Publikum spreche. Sind das dann zwei Publikum? Nach diesen ganzen Demütigungen suchte Raul etwas Neues. Nach diesen ganzen Nach diesen ganzen Demütigungen hatte Raul keine Lust mehr und er suchte sich etwas Neues. Er schloss sich dem C-Team an. Dabei wusste er aber noch nicht, dass er eigentlich zu etwas viel Größerem bestimmt war. Das ist gut. Nach den ganzen Demütigungen sehnt sich Raul. Oh, fuck it. Nach den ganzen Demütigungen. Oh, fuck, jetzt hab ich gerade zugelacht. Okay. Nach den ganzen Demütigungen sehnt sich Raul nach etwas Neuem. Er schließt sich. Also vier Monate. Sag irgendwie, dass das angeschämt worden ist. Oder irgendwie so eine Sammlung von Ideen. Ja, wir haben es irgendwie unter den Katakomben gebunden und sowas. Hier angeschämt. Ja, okay, angeschämt. Scheiße. Ja, das war schön.